Oh, hi Community. Ich habe mir überlegt, ich mache ja immer 55 Minuten Videos. Aber wenn ich die aufteile in 1 Minute Videos, dann kann ich stattdessen 55 Videos posten. Und wisst ihr was? Dann werde ich reich und dann kaufe ich mir einen Tesla und mit dem fahre ich dann zu meiner E-Yacht und mit der fahre ich dann voll um die Welt und so und poste am Tag ein 1 Minute Video, weil ich muss ja nur alle 55 Tage eine Idee für ein Video haben. Ha! Ist das nicht voll das krasse Business? Und ihr profitiert da auch von, weil ihr verschwendet weniger Lebenszeit, indem ihr meinen überlangen Scheiß guckt. Ja, also, das machen wir jetzt ab sofort. Und um euch schon mal davon zu überzeugen, dass ihr bitte gefälligst meinen TikTok-Kanal abonniert, folgen. Was macht man auf TikTok? Ich weiß es nicht. Egal. Jedenfalls meinen TikTok-Kanal angucken sollt, habe ich jetzt gedacht, ich mache hier mal ein paar Beispiele. Oh nein, die Zeit ist gleich um. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hi, Fresh Community, hier ist wieder euer Waldfluencer, der Ben. Und in diesem Video zeige ich euch einen krassen Wald-Lifehack. Nämlich, wenn ihr mal keine Lust habt auf Leute, die im Wald euch sehen, dann versteckt euch doch einfach hinter einem Baum. Ich zeige euch das mal. Guckt mal, hier ist ein Baum und da verstecken wir uns jetzt dahinter. Wusch. Und schon sind wir nicht mehr zu sehen. Ha! Ja, dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diesen Lifehack schon kanntet. Und wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss! Hi Community, hier ist wieder der Ben, euer Waldfluencer und heute zeige ich euch mal, was man für so einen echt krassen Waldbesuch so alles in der Hosentasche haben muss. Also, erstmal hier ein Taschenmesser, ja, nur 39,90, bestellt es gefälligst über den Link, den ich euch irgendwo hinschreibe. Und einen Corona-Fratzenlappen, falls man doch mal noch irgendwo einkaufen gehen muss. Und eine kleine Taschenlampe, weil könnte mal länger dauern, wenn ich im Wald bin und deswegen eine Taschenlampe immer gut. Und Müll. Und hier einen Original Felix Immler Holznagel. 100% Swiss Handmade von Felix Immler und von mir aus dem Baum, wo er ihn reingekloppt hat, rausgezogen. Ja, leider hat er mir kein Autogramm drauf geschrieben. Und hier, da kommt ihr nie drauf. Rinde. Also hier haben wir Kirschrinde, das müsste nochmal Kirschrinde sein, leider ist alles Kirschrinde. Und ein Beutelchen mit kleinen aufweichbaren Tabletten, die geben wunderbares Klopapier. Oh, die Zeit ist um, tschüss, macht's gut, kauft euch das auch alles, Link ist unten. Yo, hallo Community, hier ist wieder euer Waldfluencer, der Ben. Heute zeige ich euch, wie man ein Stück Kirschrinde anzündet. Dafür braucht man ein Stück Kirschrinde und ein Feuerzeug. Und jetzt nimmt man das Feuerzeug, hält es unter die Kirschrinde und macht es an. Und dann, wenn man Glück hat, fängt die Kirschrinde an zu brennen. Und das wussten jetzt tatsächlich vielleicht der eine oder andere noch nicht, dass auch Kirschrinde ein wunderbarer Zunder ist. Es ist nicht ganz so gut wie Birkenrinde. Und jetzt habe ich aus Versehen was Sinnvolles in einem meiner 60-Sekunden-Blöcke erzählt und fühle mich schlecht. Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Also Kirschrinde auch brennbar. Ja, kann man auch mit dem Firesteel anzünden. Und das ist jetzt nicht so eine Neuheit, ne? Das könnt ihr auch in diversen guten Survival-Büchern nachlesen. Aber ja, aus Versehen. Ich hatte halt gerade welche zur Hand. Ich hatte noch 9 Sekunden. Was haltet ihr von meinem Hut? Ihr findet den Link nicht in der Infobox. Kauft ihn. Oder lasst es sein. Ist mir scheißegal. Kauft ihn. Tschüss. Yo, hey Community, hier ist wieder der Benno, euer krasser Waldfluencer. In der letzten Folge haben wir gelernt, dass man Kirschrinde anzünden kann. Jetzt wüsstet ihr bestimmt gerne, wo ihr üblicherweise Kirschen finden könnt und welcher Teil der Kirschrinde gut geeignet ist zum Anzünden. Tja, da habe ich eine einfache Antwort für euch. Kauft euch dieses Stück Kirschrinde in meinem Online-Shop für nur 3,80 Geld. Zu
zuzüglich Versandkosten und Flaschenpfand. Und dann habt ihr auch Kirschenrinde und könnt sie anzünden. Denn vergesst nicht, nur ein Feuer mit Original Waldfluencer Ben Kirschenrinde ist ein echtes, richtig tolles Feuer und stinkt 10% besser als ohne Kirschenrinde. Genau genommen eher 10% schlimmer. Macht's gut, tschüss. Jo, hier ist wieder der Ben, euer Lieblingswaldfluencer. Heute machen wir Tarnen und Täuschen und ich zeige euch mal die Top-Tarnungen und Täuschungen, um im Wald nicht entdeckt zu werden. Level 1, der Pilz. Na, habt ihr mich noch erkannt? Dann brauchen wir Level 2. Eins werden mit der Umgebung. Da war ich jetzt doch nun wirklich nicht mehr zu sehen, ne? Und dann brauchen wir noch Level 3. Nicht da sein. Das geht ganz einfach. Ihr lauft hinter die Kamera. Und schon seid ihr nicht da. Tschüss. Yo, krasse Community, hier ist wieder euer Waldfluencer, der Ben. Und heute zeige ich euch mal einen nassen Buchenstamm. Der ist nass. Und im Vergleich dazu hier ein anderer Stamm. Der ist nicht nass. Zurück zum Buchenstamm. Nass. Warum ist der nass? Naja, weil die Buche mit der Krone einen Trichter bildet, mit dem sie das Wasser, was so runterkommt, selbst wenn noch kein Laub dran ist, zu einem gewissen Teil an der glatten Rinde, die eine Buche nun mal hat, entlanglaufen lassen kann, dann am eigenen Stamm herablaufen lässt und dann landet es logischerweise da im Boden, wo sich die eigene Wurzel befindet. Das macht etwa 10% vom Freilandsniederschlag aus und ist ein kleiner Konkurrenzvorteil, den die Buche gegenüber anderen Baumarten nun mal hat, weil sie eben diese Trichterkrone ausbildet und damit den Stammabfluss zustande kriegt. Und dass der übrigens wirklich nass ist, kann man hier schön sehen. Da erhebt sich Trockene von nasser Rinde super ab. Oh, die Zeit ist um. Macht's gut. Mehr Hintergründe gibt's heute nicht. Tschüss. Yo, was geht, Community? Hier ist wieder euer Waldfluencer, der Ben. Und heute zeige ich euch, wie ihr in einer Minute total krass im Wald entspannen könnt. Guckt mal. Oh, hier ist aber schön. Oh, und die Bäume. Und überall sind sie. Und dazwischen Zwischenräume, frei nach Heinz Erhardt. Und, oh, guckt mal, und da oben, da sind noch mehr Bäume. Und da unten, da ist Humus. Ha? Ja, und wenn wir das Ganze jetzt noch mit Badehose machen, dann waren wir Waldbaden. Herzlichen Glückwunsch. Und das war auch schon wieder die heutige Folge, in der wir uns in einer Minute super kurz entspannt haben im Wald. Tschüss. Hallo, hier ist wieder Ben, euer Waldfluencer. Heute suchen wir im Wald nach exotischen Pflanzen, die zu Survival-Zwecken nützlich sein könnten. Ja? Und wie wir wissen, es gibt ja gar nicht so viele Pflanzen in Deutschland, die als guter Klopapierersatz herhalten können. Und das ist ja schon manchmal durchaus etwas, wonach einem der Sinn steht und was einem dann drastisch fehlt. Ja? Und da gibt es eine ganz, gar nicht mal mehr so seltene Pflanze, die heutzutage immer häufiger Auftritt und die ist extrem gut geeignet für solche Bedürfnisse. Schaut mal, hier ist sie. Man nennt sie den weißen Rotzling. Ja? Also weiße Rotzlinge finden wir insbesondere an zugewucherten Waldwegen, aber meistens nur am Eingang davon und nicht so weit entfernt von der nächsten größeren Forststraße. Da kann man die finden und die eignen sich hervorragend als Klopapierersatz. Tschüss! Bäh.
Yo Community, hier ist wieder euer Waldfluencer, der Ben. Heute machen wir die 5 Bäume in 10 Sekunden pro Baum Challenge. Guckt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das in eurem Wald auch machen könnt. Baum Nummer 1, Lärche. Yeah, weiter geht's. Baum Nummer 2, Buche. Baum Nummer 3, hier eine Eiche. Weiter geht's, schneller, schneller. Hier Baum Nummer 4, eine Tanne. Baum Nummer... Scheiße, wo ist sie denn? Nummer 5. Mist. Oh nein, die Zeit. Die Zeit. Ich muss mich beeilen. Hier, Baum Nummer 5. Ilex aquifolium. Puh, geschafft. Die 5 Bäume im jeweils unter 10 Sekunden Challenge. Mach das auch mal nach. Ne? Tschüss. Hallo, hier ist wieder euer Waldfluencer, der Ben. Heute machen wir mal ein Community-Briefing. Also, wenn wir dann auf TikTok sind, damit ich reich und berühmt werde, dann dürfen wir folgende Worte bitte niemals verwenden. Menschenrechte, Uiguren, Tibet, schon gar nicht in Verbindung mit frei oder souveräner Staat. Dann dürfen wir auch nicht erwähnen, dass in Hongkong möglicherweise irgendwelche Pressefreiheit herrschen sollte. Überhaupt müssen wir ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen Formulierungen, in denen irgendwas von Freiheit oder Rechte erwähnt wird. Ja, also immer schön vorsichtig sein und dann klappt es auch ganz wunderbar mit dem Ruhm und der Berühmtheit auf TikTok, dass man da auch ja nichts anspricht, wogegen die chinesische Regierung möglicherweise was haben könnte. Ja, und an dieser Stelle darf ich dann, glaube ich, dieses Video auch beenden. Ja, ich dachte, mal was Kurzes zum 1. April reicht auch. Und in diesem Fall möchte ich damit auch so ein kleines bisschen eine lange Nase zur Fraktion der Leute, die der Meinung sind, dass meine Videos viel zu lang sind, machen. Man kann manche Themen kann man tatsächlich in einer Minute kurz runterreißen. Das meiste, worüber ich spreche, ist aber viel zu komplex, um das in einer Minute kurz mal eben zu erklären. Und ja, potenziell könntest du vielleicht einen Survival-Hack-Kanal machen mit, keine Ahnung, irgendwie 150, meinetwegen auf 250 Survival-Hacks in einer Minute. Und ich finde dieses Wort auch ganz furchtbar, ein Life-Hack. Na egal, jedenfalls, das würde möglicherweise sogar funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ob es das gibt. Ich gucke aus Prinzip nicht TikTok. Und ja, bin aber in diesem Zusammenhang dann wirklich ganz froh, dass ich meine Seele nur an YouTube verkauft habe, beziehungsweise an Google und eben nicht an TikTok. Wenn man das miteinander vergleicht, dann fühle ich mich hier nach wie vor ganz wunderbar aufgehoben und werde hier selbstverständlich auch bleiben ohne irgendwelche fancy Innovationen. Und damit wünsche ich einen schönen 1. April. Ihr kennt ja die Tradition vielleicht eventuell schon, dass ich ganz gerne mal ein kleines April-Scherzchen mache. Nächstes Jahr wird es wieder was Aufwendiges. Ich habe dieses Jahr auch gar nicht so viel Zeit gehabt, mir was Aufwendiges einfallen zu lassen und darum nur diese Kleinigkeit. Nächstes Video ist dann auch wieder in gewohnter Länge oder zumindest fast, ja, irgendwie so um den Dreh. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Reinschauen und ja, wehe, ihr schreibt mir in die Kommentare, dass ihr die Kurzvideos gut fandet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.